Hallo, 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 der Emiro mit Let's Play Super Meat Boy. Das erste, was ich jetzt mal nachreichen möchte, ist nochmal ein Beweis von 7 und 10, dass ich da problemlos A-Plus holen kann. Nämlich einmal so, zack, A-Plus. Mit weniger als 5 Sekunden, was ich auch gerne nochmal beweisen kann. So, dub-di-dub, das wäre geschafft. Und ich möchte das einmal aufs Video bannen, wirklich. Und dann einmal in 10. Das wird schon schwieriger. Aber auch das sollte kein großes Problem werden. Hm, vielleicht doch. Hm, vielleicht wirklich, ja. Ich weiß, hier waren das 11 Sekunden, die auf der Uhr waren. Aber die sollte man bekommen können. Die sollte man bekommen können. Ich mache das gerade eigentlich nur so von wegen 100% zeigen. Also, da war ein A-Plus in beiden. Und jetzt wollen wir endlich zum Boss. Zu Lil Slugger. Und da haben wir eine Cutscene. Oh boy. Meat Boy guckt voll grimmig und dann, oh Gott, was macht er? Er zündet alles. What the fuck? Er zündet den Wald an. Oh yeah. Ganz viel Feuer. Und Meat Boy ist schockiert wie sonst was. Und der Roboter. Der riesige Roboter. Oh boy. Ja. Was machen wir da am besten? Wir flüchten. Wir flüchten. Ziemlich gut. Ja, jetzt flüchten wir aber mal wirklich, bitte. So, so, ganz schnell weg von dem bösen, bösen Robo. Denn der böse, böse Robo hat eine große, große Säge. Und die große, große Säge täte ziemlich, ziemlich weh. Hm, das ist vielleicht ein bisschen kleines Loch. So ist besser. Und dann da durch und hier durch und da hoch. Denn da oben kann er uns ganz bestimmt nicht kriegen. Nein, er läuft in die Wand und ist tot. Oh boy. Ja, das wäre der erste ziemlich unspektakuläre Boss. Und da raged er rum und... Hö? Tö, grins, grins. Tschüss, tschüss. Denn, ja, mit dem Schleudersitz entkommt unser lieber Dr. Fetus. Ich hasse ihn. Und traurige Musik. Eichhörn, nein. Vor allem, ist es da ein Kopf, der da einzeln rumliegt? Was zur Hölle? Was ist mit den Eichhörnchen passiert? Und... Nein, das lebt noch. Oh nein. Oh Gott. Nein. Nein. Was zur Hölle war das jetzt? Das lasse ich mal unkommentiert so stehen. Und wir gehen in Welt 2 in das Krankenhaus. Das auch überhaupt nicht mit Castlevania-Stil anfängt. Nö, 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 wie komme ich denn bloß darauf? Welt 2, wir fangen gleich an. Vorne natürlich wieder mit Meat Boy. Und der Anfang sollte immer noch nicht wirklich schwierig sein. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Hier wollten wir auf jeden Fall runter. Daran erinnere ich mich. An das Ding erinnere ich mich. Ja, das ging so irgendwie. Ziemlich gut. So, und dann hier rüber und darüber und Stage geschafft. Perfekt. Hüpf und hüpf und hüpf, hüpf. Das ist gar nicht schwierig. Man muss einfach nur die kleinen Sprünge beherrschen, weil man sonst tot ist. Hallo, Bandage Girl. Hier hoch, hoch, hoch. Dankeschön, Bandage Girl. Und, oh. Ja, an die erinnere ich mich wieder. Das war nämlich hier so, dass dort ein Pflaster versteckt war. Ja, und der Tod, weil ich in den Ventilator reinspringe. Der ist natürlich, der kommt immer sehr gut. Vielleicht nicht ganz so nah dann daran. Und hier einfach wieder hoch. Ah, da komme ich auch. Sehr gut. Hoch und dann rüber. Hoch, hoch, hoch. Rüber. Dup, 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 dup. Bandage Girl. Jetzt nochmal auf Zeit. Das heißt, hoch, hoch, hoch. Rüber. Na. Hör auf rumzuzicken, Meat Boy. Das wird schon wieder eng. 16 Sekunden. Na, das wird nichts. Ich weiß nicht. Das war blöd. Ich will anfangs auch gar nicht da rein. Ich will von hier erst, weil ich dann mit der Bewegung von unten wirklich hochkomme. Hoch, rüber. Dann rums, 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 rums und geschafft. So, A-Plus. Nächste Stage. Ich stehe ein bisschen unter Zeitdruck, weil A-Plus und so. Und ich wieder ein wenig das Ganze in Videos quetschen möchte. Zack, zack, A-Plus. Awesome. Ups, hops, hops. Oh, 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 rote... Die sind pottenhässlich. Sind wir mal ganz ehrlich, diese Viecher. Ich
finde sie nicht sehr hübsch. Autsch. Ja, gut, hier sieht man wenigstens ihr Gesicht nicht. Sehen wir es mal von der positiven Seite. Höp, 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 Portal! Awesome! Und, Cutscene, genau. Sind das Schuhe? Leckt er da an einem Schuh? Oh. Bandage Girl! Oh mein Gott! Und, oh? Oh Gott, Schuhe! Ja, da, haben wir einen kleinen Fetischisten, der jetzt doch bitte, Bandage Girl retten will. Nämlich Jill aus Mighty Jillof. Oh mein Gott. Hilfe! Mit was für Leuten habe ich es denn hier zu tun? Zur Erklärung, was er kann. Er kann, indem ich immer die Sprungtaste mashe, so schweben. Und ja, das ist seine Fähigkeit. Und da war ich blöd. Da gebe ich ganz ehrlich zu, da habe ich zu früh aufgehört, auf dem Knopf rumzuhämmern. So, nämlich macht man das richtig. Sehr schön. Perfekt. Oh yeah. Die zweite Stage ist auch nicht wirklich spektakulär. Und hier rüber, hier runter. Und, oh, da muss ich wieder schweben. Und dann kann ich hier durch und da durch. Und die Stage ist geschafft. Lupdi-du. Ah, schweben, 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 schweben. Komm, 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 komm. Da wollen wir runter. Perfekt. Und dann hier hoch. Hoch. Und dip, 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 dip. Mash, 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 button, mash, 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 mash. So. Bandage Girl. Ja, ist in einer anderen Warp-Zone. Und wir haben Jill. Und Jill werde ich nie anpacken, weil Jill wirklich nutzlos ist. Also, erwartet es nicht. Ich kündige es gleich an. Ich mag Jill überhaupt nicht. Hüpf, hüpf. Ja, du Wobbelfiech bist ein bisschen zu lahm. Deswegen kann ich hier so ein bisschen rumtanzen. Und krieg meinen Abschluss. Perfekt. Düdel, 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 dü. Du bist genau so langsam und bist im Weg. Bob DJ. Verschwinde. Och, Mann. Geh da weg. Geh da weg. Gehst du da bitte weg? Mit weg. Geh weg. So. Danke. Wie machen wir das? Ungefähr so. Und dann hier hoch. Perfekt. Jetzt kann man da nämlich rein. Und. Ah! Ne. Doch, es reicht für einen Abfluss. Wow. Das war cool. Hüpf, 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 hüpf. So, komm. Miau, geschafft. Das ist alles noch wirklich simp. Oh. Okay, das ist eine fiese Stelle. Das muss man sagen. Na, geschafft. So, da fällt ein Schlüssel runter für eine Warp-Zone, wie man vielleicht auch gesehen hat. Und Team Meat präsentiert Super Meat Boy! Und das ist ja eine Anlehnung an Dragon Slayer aus das NES-Spiel. So, das war's, genau. Up it up. Heppa, heppa. Das will ich so nicht. Ich will da dann so mich reintricksen, genau. Haha, awesome! Nächste Stage. Die ist easy. Die sieht ziemlich einfach aus. Ich muss nämlich einfach nur so machen. Dann mir das Pflaster holen und hier rüber. Und vielleicht nicht alles abräumen. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ja, ich hab's voll verbockt. Geil. Ist nicht schwer, nein. Da sollte ich vielleicht einfach ein bisschen was von meiner Grobmotorik fallen lassen, dann passt das. So. Jetzt kann man hier einfach hochhüpfen, genau. Ich sag doch, das ist total einfach. Aber nein, ich muss es mir unbedingt schwer machen. So, das wäre... Das war zu gierig. Zu gierig, kann man sagen, ja. Dankeschön. Einmal warten und jetzt rein und Bandage Girl. Es wäre eh wieder nur der Kerl, der vorbeigesprungen wäre. Tut mir leid, ich habe da ein bisschen schnell gedrückt. Gebe ich zu. So, hopp und rüber. So, au, 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 au. Au, ho, ho, ho. Das tut doch weh. So. Stage geschafft. Oh yeah. So, da sehen wir schon Pflaster. Da unten. Rechts. Genau, das ist rechts, was da war. Das war die Seite. Und wenn der kleine Keim oder was es sein soll mal weggehen würde. Bazillenviech. Dann könnte ich mir das auch... Huhuhuhu. Ja. Du bist da super im Weg. Hi. Jetzt hier. Ja, da sind auf einmal zwei. Das ist toll. Ihr seid auch gar nicht im Weg. Und du bist mir jetzt auch gar nicht da irgendwie... Ja, aber du wolltest nichts von mir. Das ist nett. Das ist echt nett. So, jetzt auf Zeit. Yep.
Hep, hep. Hep, hep, hep. Das ist echt eine ziemlich einfache, ja, Stage zum Schnellmachen. Die sieht lustig aus. Oh je. Hüpf. Autsch. Hüpf. Hüpf. Tot. Ah, ich hasse es. Yo, das war sehr klar. mit mehr Glück als Verstand hier durchs Leben. Meat Boy. Geschafft. So. Hüpf. 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 Oh. Das passt auch alles noch? Wow. Und. Wopso. Wohin führt die mich? Die führt mich zu irgendwas Komischem, was ich überhaupt nicht kenne. Ach, das ist die Warpzone. Okay, wir wollen hier hoch. Hüp, 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 hüp. Dankeschön. Niam, niam. Und runter. Und dann hoch. Hüp, 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 hüp. Und niam, Absturz. Dankeschön. Denn dann können wir ziemlich schnell hier rein. So. Sie explodiert einfach wieder. Warum auch immer sie platzt, ich weiß es nicht. Oh, das war etwas, ich nenne es mal voreilig. Wir warten natürlich, bis der weg ist und dann Wall, Jump, Wall, Jump. So. Verfehlt. Geil. Das hat hoffentlich niemand gesehen. Natürlich nicht, ihr guckt das Video ja gerade überhaupt nicht. Das war peinlich. Ha, ich dachte schon, ich verfehle sie nochmal. Das wäre dann richtig peinlich gewesen. So, und jetzt wird's einfach. Oh. Pflaster! Danke! Hallo Pflaster! Ich bin... Du bist mein... So rum, ich wollte erst sagen, ich bin dein, aber hey... nein. Dankeschön! Sehr gut! Und wieso ich die immer sofort wegklicke? Ich weiß es nicht, das tut... Dumm! So, Stage. Stage, 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 Stage. Ups! Und übrigens, bevor die Anstellungen jetzt kommen von wegen, ich will hier einfach schnell durch, das ist Schwachsinn. Das stimmt hier definitiv nicht. Der einzige Grund, warum ich hier schnell durch will, ist wegen den Abschlussdingern. Weil ich mir wirklich hier 100% Aua vorgenommen habe. Ich werde es hassen. Es ist auch schon in den Kommentaren bisher aufgekommen, dass ich da total verrückt bin. Das weiß ich. Ich bin verrückt. Das gebe ich aber auch offen zu. Hoch, 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 hoch rein. Sehr gut. Und ho, hopp, hopp, die, du, 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 die, du. Geschafft, geschafft, geschafft. Perfekt. Oh, das ist ein sehr lustiges Stage-Dingsbums. Ich würde sagen, ich wende mich zuerst an das Pflaster. Ja. Das heißt, wir warten hier und warten. Und warten und warten und warten und warten und warten. Denn jetzt geht der Laser aus. So. Ha. Damit kann man sich dann das Pflaster holen. Sehr gut. Und kann hier einfach mal durchspringen und sterben. Ja. Ah, oh, Emmy, ich liebe es, wenn du so voreilig bist. Das ist einfach der Hammer. Ja, wir wollen jetzt warten. Und diesmal mache ich es hoffentlich richtig. Oh yeah. Wir warten. Bis der Laser ausgeht. Heißt jetzt und dann da rein. Pflaster. Nicht verfehlen natürlich. Und hier oben, wo bin ich? Hallo? Hallo, wo bin ich? Bin da. Hä? Jetzt bin ich richtig, okay. Jetzt muss ich noch warten, bis die Minute rum... Man konnte da nach links weiter, das ist ja totaler Murks. Was soll denn das? Also das ist dumm. So, komm. Geh aus. Danke. So, Stage geschafft. Und jetzt auf Zeit. Yay, wir haben Joseph aus Machinarium, einem wunderschönen Indie-Adventure-Game. Wirklich grandios. Und hier runter, komm. Wir wollen schnell machen. Mach schneller, Schlüssel, Kette. 14, 15, das wird eng. 16. 16,50 hätte ich gebraucht, oder wie? Fieg dich! Okay, dann wollen wir hier runterfallen, damit wir noch schneller sind. So. So ist dann perfekt. Also, noch schneller als es jetzt war, kann ich das nicht machen. Und es reicht. Gut. Hoch, hoch, hoch. Und jetzt...
Runter, runter, runter. Hallo, Bandage Girl. 20. Oh. Oh, die ist... Ja, die muss ich definitiv zweimal machen. Da man das zeitlich eigentlich nicht hinkriegen kann mit dem Pflaster. Vor allem nicht, wenn man so seltsam spielt wie ich gerade. Was war das denn bitte? Ach man. Das ist blöde gerade. Das ist... Was tue ich hier? Guckt euch das mal an. So. Hier unten nämlich. Hier kriegt man das Pflaster. Hüpf und zurückhüpfen. Über die Bazille, die total lila und eklig ist. Und dann hier hoch. Wuhu. Na komm. Das ist nicht schwer. Jetzt nochmal auf Zeit. 24 waren gegeben. Die muss ich ganz schnell schlagen. Und das ist auch nicht schwer eigentlich. Es sei denn, man macht so blöden Mist wie ich gerade. Hüpf. 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 Danke. So. Damit wäre die Light World abgeschlossen mit 11 Pflastern, 3 Warp Zones und 20 A+. Das heißt, beim nächsten Mal setzen wir uns an die Dark World. Ich bin Emiro, wir sehen uns dann. Bis dahin und tschö.